wir spielen gegen den Weltmeister. Wir haben gerade schon gesagt, wir haben ein gutes Gefühl. Das wird heute eine tolle Sache. Mal schauen, wie das Gefühl ist von dem THW Rechtsaußen. Rechtsaußen ist sowieso ein Thema, das werden wir mit ihm besprechen. Einen großen Applaus für Ole Ramel. Bonsoir. Ja. Ich habe euch doch gesagt, freut euch drauf. Der junge Mann ist Ole Ramel. Ole, wie ist dein Gefühl für heute? Ja, die Ausgangslage hat sich ein bisschen verbessert, dadurch, dass die Brasilianer die Russen geschlagen haben. Das stimmt ja schon mal ein bisschen positiver, was die Hauptrunde betrifft. Wir müssen natürlich trotzdem heute gewinnen. Ja, ich bin gespannt. Aber ich glaube, nach dem Dämpfer gestern werden die Jungs heute nochmal richtig Gas geben. Das wird sehr, sehr gut. Wie gut ist dein Französisch noch aus der Mittelstufe? Übersichtlich. Ich habe bis zur 10. Klasse, glaube ich, Französisch gehabt. Und dann habe ich das auch relativ schnell abwählen dürfen. Dann gehen wir lieber an Akrisha. Apropos abwählen. Du stehst jetzt ja vor der besonderen Herausforderung, hier in Kiel mit sehr, sehr wenigen Spielern trainieren zu müssen. Das heißt, Alfred und Philipp gucken noch genauer auf den Einzelnen. Wie gern würde man da die eine oder andere Einheit mal abwählen? Erstmal Dankeschön, ja. Falls Samstag keinem aufgefallen ist. Ja, wir sind natürlich nur zu fünft aktuell. Das macht weniger Spaß, weil man kein Handball spielen kann. Fallen viele kreative Dinge den Trainern ein. Und hauptsächlich ist aber die Fitness dort im Vordergrund. Und das macht natürlich nicht immer Spaß. Apropos Fitness, du hast ja auch den Urlaub, den ihr genießen konntet nach dem grandiosen Sieg gegen die Rhein-Neckar-Löwen, auch für eine recht sportliche Herangehensweise genutzt. Du hast einen ziemlich hohen Berg erklommen, vielleicht erzählst du einfach mal eine Runde davon. Ja, ich war für eine Woche auf den Faroe-Inseln, die gehört noch bis vor kurzem zu Dänemark, liegen nördlich von Großbritannien, so in der Diagonale zwischen Norwegen und Island. Kann man auch ein bisschen mit Island vergleichen, noch nicht ganz so touristisch, haben keinen Vulkan, aber dafür eine wunderschöne Landschaft. Und dort habe ich mit meiner Freundin ein bisschen Trekking gemacht und wir haben auch ein, zwei Berge bestiegen. Ja, war ein sehr erholsamer, sehr schöner Urlaub. Und wo auf dem Weg von den Faröern zurück oder von Kiel zu den Faröern hast du deine Frisur so hervorragend geändert? Das ist sogar noch vor den Faröern in Kopenhagen passiert. War keine spontane Entscheidung. Ich wurde auch schon gefragt, ob ich eine Wette verloren hätte oder dass Einfluss von Alkohol passiert ist. Ist es in dem Fall nicht, sondern es war länger geplant und ich hatte keine Lust mehr auf die Pflege, ganz ehrlich gesagt. Okay. Das Schöne ist ja auch, als Rechtsaußen scheint man heutzutage rumzukommen. Der eine fliegt dahin, der andere nach Orlando. Wie siehst du die Rechtsaußen-Thematik in der deutschen Nationalmannschaft? Ja, wir haben ja aktuell nur einen einzigen gelernten Rechtsaußen im Kader. Das war ja auch ein großes Thema bei der Nominierung, die jetzt dazu führt, dass der Spieler natürlich unter großem Druck steht. Der kann nicht mal eben ausgetauscht werden und ein bisschen vielleicht durchschnaufen, sondern muss einfach 60 Minuten Leistung bringen, das ist für keinen Spieler einfach. Da hat der Trainer sich schon irgendwo in ein Risiko begeben und aktuell geht das, glaube ich, noch nicht ganz so auf, wie er sich das vorgestellt hat. Insgesamt stand der Trainer aber, glaube ich, vor einer sehr schwierigen Entscheidung und man kann sie ja immer noch wieder ein bisschen zurechtrücken und verändern. Das ist ja zum Glück möglich im Laufe des Turniers. Jetzt ist viel über Tobias Reichmann gesprochen worden. Der eine sagt, mit seinen Posts in den sozialen Netzwerken hat er sich völlig ins Abseits geschossen. Die anderen sagen, entspannt euch mal alle, sei es drum. Wann sieht man denn Ole Ramel mal auf rechts aus in der Nationalmannschaft? Mal wieder, ne? Also das konnte man schon mal. Ob das noch mal wiederkommt, das würde ich mir natürlich persönlich sehr wünschen. Müsste dann sicherlich als Grundvoraussetzung öfters noch einfach meine Leistung auf die Platte bringen, um noch mehr Aufmerksamkeit vielleicht zu erregen für den Bundestrainer. Wäre eine sehr schöne Sache, über die ich mich sehr freuen würde. Wie wahrscheinlich das ist, müssen andere entscheiden. Natürlich gibst du ja nicht von der Bühne runter, ohne uns zu sagen, was du heute für einen konkreten Tipp hast für das Spiel. Ich weiß, Sportler lieben das Tippen auf Ergebnisse. Gar nicht, eigentlich überhaupt nicht, aber je
hier ist das in Tradition, da musst du jetzt durch. Was glaubst du, wie geht das Spiel heute aus? Naja, es ist so mehr oder weniger eins der ersten Endspiele, sagt man so gerne, in Anführungszeichen natürlich nur. Deswegen glaube ich, dass die deutsche Mannschaft sich aufgrund des Heimspieles und der Unterstützung der Fans dort heute zu einem Sieg durchringen wird mit plus zwei Toren, ein 28-26. Das ist konkret und mein Tipp ist damit erstmal für den Arsch. Ich muss mir was Neues überlegen später. Entschuldigung, heutige Sprache. Ja, war auch meine Idee. Ich überlege mir aber noch ein bisschen was anderes. Ich habe ja noch ein paar Minuten Zeit, bis wir dabei sind. Und erstmal geben wir euch die Zeit, mit Ole Rame gleich noch ein bisschen Zeit zu verbringen. Ole wird gleich dort vorne Platz nehmen, wo der Tisch ist, um ein paar Autogramme zu schreiben. Und für euch auch ganz wichtig, ihr könnt das erste Selfie mit dem neuen Ole Rame haben, mit der neuen Frisur. Ja. Freut euch drauf und erstmal, bedanken wir uns mal ganz herzlich bei Ole, dass er hergekommen ist. Vielen Dank bei Ole Rammel.